Also ich heiße auch Peter, aber das wird jetzt nicht so lang. Genau, also bei mir geht es um Schüttelreime. Das ist so ein, ich weiß nicht, wer weiß denn, was ein Schüttelreim ist? Schüttelreim. Das sind jetzt zwei. Das ist jetzt noch nicht so viel. Ich erkläre es mal kurz an einem Beispiel. Zum Beispiel, also das ist meistens ein bisschen so irgendwas aus dem S-Bereich und ein bisschen was Perverses. Das ist zum Beispiel, gib mir ein Cornetto Heidelbärchen. Dann zeuge ich da meine Beidelhärchen. Also, ich weiß nicht, ob ihr es jetzt aufgefallen habt, das ist so Heidelbärchen und Beidelhärchen. Da werden einfach die Buchstaben vertauscht. Das ist relativ häufig so. Also, es gibt da noch einen anderen, zum Beispiel, erst mache ich mal Backerlsuppen, dann zeuge ich da mal Sackerlsuppen. Aber es gibt auch weniger Perverse, also zum Beispiel so, bei Male ruft der Kaiser laut, ich bitte, dass man leiser kaut. Und ich habe eben versucht, heute ein bisschen so ein Gedicht daraus zu machen. Das ist nicht ganz leicht und das ist auch sehr kurz. Ich bin auch gleich wieder fertig. Das sind ein paar Verse und das soll jetzt nicht so pervers sein. Das ist, es geht um die Frau Giebe. Ihr werdet dann schon erfahren, warum die Frau Giebe heißt. Oder auch nicht. Sie aus dem Schranke Edelsteine und das Erz herholt, damit sich schnell ihr Herz erholt. Denn geklaut wurde es von dem, der sie durch Lauer trügte, indem er große Trauer lügte. Drum jetzt sie solche Betrüger und Diebe lenkt, weil sie nur an die eigene Liebe denkt. Und jetzt, obwohl man Frau von Giebe liebt, sie keine mehr die Liebe gibt.